Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Und wenn ich so da unten auf meine Anzeigen gucke, dann denke ich mir, sollte ich etwas essen. Ah, noch ein bisschen. So, die Kartoffeln wären besser gewesen, aber ist egal. Wir haben folgende Situation. Und zwar, wir brauchen diese Dinge fürs Haupttriebwerk. Und ich hatte jetzt überlegt, was mache ich. Und muss gestehen, Tag 113 war das. Mein Gott. Ich habe mal einmal geguckt, was sind die restlichen Baupläne. Und habe mir hier drei Dinger gemacht. Nämlich einmal für das Haupttriebwerk, für das Reservetriebwerk und für das Cockpit. Man konnte das auch einsehen. Man hatte ja verschiedene Baupläne bekommen. Wahrscheinlich finde ich die hier sogar irgendwo im PDA. Eigentlich könnte man... Ja, vielleicht finde ich die hier wirklich. Obwohl es ja sehr... sehr groß ist alles hier. Das mit diesen Zeitkapseln, das... ich weiß es noch nicht. Kann ich selber eine bauen? Das gucken wir einmal. Aber im Prinzip geht es jetzt eigentlich darum, wir sind... ja... im Prinzip am Ende, ne? Hier ist die Neptun-Rettungsrakete. So, und da sehen wir halt Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Genau, und... da müssen wir ja noch gucken, was wird da wohl passieren, wenn halt jetzt, ne, wir haben Ionenbatterien, also Ionenenergiezellen, die werden wir brauchen. Und, ach ja, ich habe so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ich bin schon fast ein bisschen wehmütig, weil das Spiel hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe eigentlich gar nicht so die Lust, das zu beenden. Ich könnte jetzt auch noch unendlich lange weiterspielen, aber es gibt jetzt auch einfach nichts mehr zu tun. Muss man auch mal ganz deutlich sagen. Ich könnte natürlich jetzt noch an den Rand der Welt schwimmen und gucken, ja, was passiert da? Wartet da noch irgendetwas auf mich? Oder, keine Ahnung, sich so selber Herausforderungen stellen? Das geht natürlich auch. Okay, hier ist nichts wegen der Zeitkapsel. Ist egal. Aber wir bringen das jetzt zu einem Abschluss. Und zwar fangen wir mit dem an. Dann kommt das hier. Und dann das. Das ist zum Beispiel hier der Schildgenerator vom Zyklopen. Habe ich da rausgeholt einfach, anstatt den neu herzustellen. Den brauchen wir dafür dann nämlich auch. Und es wird nichts bringen, aber... ich nehme mal drei Flaschen Wasser mit. Ich weiß ja nicht, wie lang die Reise ist. So, und der Vollständigkeit halber wird der Krebs wieder angedockt. Einfach nur, weil wir es können. So. Wir sind im Prinzip nicht durstig, wir sind nicht hungrig. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Und, ja... Leute, es nähert sich dem Ende. Es sei denn, es passiert noch irgendwas. Das kann natürlich auch sein. Das wäre voll fies, aber mal abwarten. Alter. Das Ding wird groß. Ich trinke mal wieder einen Schluck, weil das dauert ein paar Sekunden, glaube ich. Bei so viel Gerede muss man noch immer ein bisschen was trinken. Die Pause war jetzt übrigens... 30 Minuten ungefähr. Also ich habe in 30 Minuten die ganzen Materialien zusammengesucht. Ging hier total schnell. Eieiei, guckt euch das Teil mal an. So, dafür brauchen wir die Plastikbarren. Kristallin, Schwefel, Kyanit. Das hatten wir Gott sei Dank noch. Ja, Kyanit. Und zwei Ionenenergiezellen. Ja, braucht ganz schön lange da der zweite Teil, aber es ist insgesamt eine fette Rakete für eine Person.
Aber gut, die Fluchtgeschwindigkeit, ich meine, ich weiß nicht, wie groß der Planet ist, aber die Fluchtgeschwindigkeit ist schon sehr, 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 sehr hoch, die man braucht, damit man eben so einen Planeten verlassen kann. So, und das sind jetzt die letzten Teile. Let's go. Und von daher, man braucht viel Kraft. Aber wir sind ja auch in der Zukunft und die Ionenbatterien, die müssten ja eigentlich genug Leistung liefern. Wobei, wenn man sich anguckt, wie schnell die Energie runtergeht, wenn man einfach nur geradeaus fährt im Wasser, ist das natürlich, ja, naja. Aber schauen wir mal drüber hinweg. Neptune One Rocket online. Cool, die können wir einfärben. Machen wir aber nicht, wir haben nie was eingefärbt und wir nennen sie oder warte. So, da steht sie, unsere Rakete. Oh, da steht der Name sogar drauf. Oh, guck mal, haben wir einen guten Namen gewählt. ja, Leute, das, ich befürchte wirklich, dass es das war. Unsere Basis. Die vielen Erinnerungen. Achso, der Aufzug ist ja da. Ob man wohl eine Basis finden wird in Below Zero? Hilfsenergieeinheit. Oh je, kommt da noch was? Kommunikation. Hydraulik. Ich gehe mal einmal hoch. Okay, es gibt scheinbar noch ein paar Aufgaben, die wir tatsächlich machen müssen. Zeitkapsel vorbereiten. Drücke F11, um einen Screenshot zu machen. Okay. Und wir können 6 Sachen reinpacken. Was haben wir hier? Den Bordcomputer, den können wir dann starten. Lebenserhaltung aktivieren. Ich glaube nicht, dass wir hier die Vorräte voll machen müssen, aber... Ja, ich weiß es nicht. Kann einiges rein. Das macht mich ein bisschen stutzig gerade. Aber gut, dann wisst ihr was? Dann räumen wir die Basis, die wir haben, nochmal so ein bisschen aus. Ich packe mal hier unsere Instrumente, packe ich da mal alle rein. Und dann fahren wir hier nochmal runter. Könnte man jetzt eigentlich springen? Das ist immer so verlockend. Okay, also die Zeitkapsel. Kümmern wir uns erstmal darum. Was könnten wir denn einem anderen Spieler hinterlassen, wenn der kommt? Da kann man ja schon geile Sachen irgendwie reinplatzieren. Ganz ehrlich. Wir haben immer so viel nach Magnetit gesucht. Ich gebe dem ein bisschen Magnetit. Und... zwei Nickel?
Dann können wir doch was anfangen. So, brauchen wir jetzt noch irgendwas vorrätemäßig? Ich meine, könnte jetzt irgendwie bei der Flucht was kaputt gehen oder so? Das ist eigentlich, es ist ja total bescheuert, ne? Aber es kann eigentlich nichts passieren. Und außerdem, wir haben unser Reparaturwerkzeug dabei. Fischis! Es ist sowas von egal, aber ich mach's trotzdem. Wasser. Achso, Moment, das Salz nehme ich auch mit. So, und zwar machen wir noch Folgendes. Hallo Freunde. Moment. Leb wohl, mein kleiner Freund. Oh, verabschieden. Oh, wie süß ist das denn? Oh. Oh. Ich dachte gerade schon, der wird direkt gefressen. Ich kann das nicht übers Herz bringen, hier abzuhauen. Und die hier drin zu lassen. Es ist nur ein. Weißt du, es ist ja. Ne? Pixel. Animierte Pixel. Ne, den anderen hatten wir jetzt nicht. Wo auch immer er jetzt hinschwimmt, hier kann er ja nicht überleben, glaube ich. Von ihm verabschieden wir uns auch noch. Und dann sieh zu, dass du überlebst und Kinder kriegst und dich wohlfühlst irgendwo. So. Und jetzt machen wir uns noch einmal kurz ein bisschen was zu essen. Mit denen haben wir jetzt einfach mal kein Mitleid, aber hey, wir wissen nicht, was kommt. Wir sollten vorbereitet sein, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wie viel diese Blasenfische eigentlich bringen, so als gepökelte Nahrung. So, mehr Salz hatten wir nicht. Deswegen machen wir noch eine Pulle Wasser. Die ziehen wir uns mal gerade noch rein. Ah, ein bisschen Nahrung kriegen wir dadurch. Und wisst ihr was? Was wir auch noch machen? Wir brauchen eh Tag. Wir schlafen noch mal eine Nacht. So, und da haben wir Tag. Das ist doch super. Und wir haben noch Platz im Inventar. Dann würde ich sagen, nehmen wir die blaue Kappe mit. Und das schöne Modell von der Aurora. Und ihn nehmen wir auch mit. Sentimentaler Wert. Jetzt machen wir noch einen schönen Screenshot.
nicht so. Ups, falsche Taste, mein Gott. So, da sind wir. Lalalala, ein bisschen Wasser da rein. Ein bisschen Essen. Und hier. Ach, das? Ach, den Krebs im Arm. Ja, mein Gott, ist egal. Okay. Wir machen als erstes die, bevor wir hier was starten, die Zeitkapsel. Übrigens voll die schöne Idee mit der Zeitkapsel. Und Nachricht. Pass auf. Ich schreibe alles klein. So, das ist doch ganz süß, oder? Ich kann nicht abschicken. Warum kann ich nicht? Was fehlt denn noch? Achso, auswählen. So. Gut. Status bereit, ja, schön. Ach, mein Gott. Ich kann hier aber nicht klicken. Time capsule ready. Vielleicht wird die. Vielleicht wird die automatisch abgeschossen, sobald ich hier losfliege. So, das wäre voll lustig, wenn derjenige, das wirklich irgendjemand findet und dann auf meinem Kanal vielleicht einen Kommentar hinterlässt. Das wäre so lustig. Dann wäre es halt eine echte Zeitkapsel. So, Hilfsenergie. Auxiliary Power Unit online. Kommunikation. Communications Systems Array active. Hydraulik. Pressurizing hydraulics. Bordcomputer. Primary computer systems active. Dann noch Lebenserhaltung, ganz wichtig. Life support systems online. Okay, und speichern wir jetzt einmal. Und dann setzen wir uns und dann geht's ab, Leute.
Ready to launch on your command, Captain. Jetzt oder nie? Launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mal hoffen, dass das alle hält. Capsule jettison. Caution. Approaching orbital debris field. Nicht ernsthaft. Orbital debris field clear. Performing gravity turn maneuver. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, 1. Da sah man schon die Arktis. What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together. Und das war Subnautica. Ach ja, Unknown Worlds Entertainment. Verdammt guter Job. Also wirklich, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Gut, die Musik ist jetzt ein bisschen unpassend, aber hey. Es war sehr geil und ich hab's wirklich ein bisschen durchgesuchtet, muss man ja mal sagen. Aber das war es wert. Ich hab jetzt, bei wie vielen Folgen sind wir? Ich glaube 73 oder 74 waren das jetzt. Ja, doch. Es hat sich mega gelohnt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei, mir dabei zuzugucken und wie ich ja es so irgendwie geschafft habe, von diesem Planeten zu fliehen. Es lief ja nicht immer so ganz so rund, aber ich glaube, insgesamt haben wir eigentlich schon einen ganz guten Job gemacht und das auf jeden Fall irgendwie nach Hause gebracht. Also, von daher, ich bin ganz zufrieden. So, ich gucke da noch, was da noch so steht. Also, ne. Welcome home to All Terra. Permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of 1 trillion credits. Okay, und das waren verdammt kurze Credits, würde ich mal sagen. Da sieht man also, das ist ein kleines Team und das darf man nicht vergessen. Das muss man auch irgendwie anerkennen, finde ich. Und auch die paar Bugs, die wir hatten, ist ja nicht so schlimm. Insgesamt halt echt ein geiles Spiel, hat Spaß gemacht. Ich freue mich wahnsinnig auf das Standalone-Add-on. Da haben sie... Ich glaube, wann haben die damit angefangen? Irgendwann 2018 haben die auf jeden Fall das angekündigt. Aber man darf ja auch nicht vergessen, also es geht ja jetzt in den Early Access. Also für mich jetzt, für euch ist es schon längst draußen, der Early Access. Und vor allem
Ja, für euch müsste jetzt eigentlich auch schon Anno 1800 draußen sein. Kann also sein, dass wir das schon spielen hier auf dem Kanal. Aber für mich ist es jetzt der 29.01. tatsächlich. Also ich habe wirklich so viel vorproduziert, das ist ein bisschen pervers. Aber ja, genau. Also die haben halt irgendwann angefangen, das Standalone-Add-on zu entwickeln. Ich weiß nicht, wie der Umfang wird. Das wird man jetzt irgendwie herausfinden. Am 31.01., wenn der Early Access startet, gibt es dann nämlich auch einen Livestream, damit viel erklärt und so weiter und so fort. Aber die haben ja schon viele Assets fertig. Die Engine steht ja alles in allem. Da wurde natürlich auch noch ein bisschen dran verbessert und entwickelt und so weiter und so fort. Aber ich bin tierisch gespannt darauf und ich finde, dieses Spiel hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Es gab das jetzt kostenlos geschenkt, also im Epic Store. Das ist so ein Thema für sich mit dem Epic Store. Aber es gab es geschenkt und ich finde, es hätte deutlich mehr Aufmerksamkeit noch verdient, obwohl es ja sehr bekannt ist und viele Leute es auch gespielt haben und immer noch spielen. Aber diese Entwickler sollte man unterstützen. Die haben ein super Early Access Programm gefahren mit regelmäßigen Newslettern, mit Updates, mit einer kontinuierlichen Entwicklung. Also da kam ja ständig was Neues. Und haben am Ende dann eben ein fertiges, komplettes Spiel abgeliefert, in dem man mindestens 30 Stunden unterwegs ist, wenn man das erste Mal spielt für die Kampagne. Und nicht selten auch über 40 Stunden irgendwie dabei ist, je nachdem, was man halt alles noch so entdecken will. Wir haben ja auch noch nicht alles wirklich erkundet, aber schon ziemlich viel. Und das ist sehr löblich. Und vor allem ein ganz wichtiger, wirklich ganz wichtiger Punkt ist, solche Spiele wie jetzt zum Beispiel Subnautica, die zeigen so großen Publishern wie zum Beispiel Electronic Arts, dass der Singleplayer immer noch eine verdammt hohe Daseinsberechtigung hat und sehr beliebt ist bei den Leuten. Also der ist alles andere als tot. Und gerade solche Spiele wie dann eben jetzt Subnautica können das immer wieder hervorragend beweisen und vielleicht sorgt das doch auch irgendwann mal wieder zu so einem kleinen Umdenken, dass auch mehr von großen Entwicklern, unter den Fittichen von großen Publishern stehen, wieder Spiele für den Einzelspieler kommen. Ich meine, wir haben viele gute Beispiele jetzt gehabt, auch in letzter Zeit und auch so einfach mal 2018 betrachtet. Von daher bin ich da ganz guter Hoffnung. Aber, naja. Wir haben auf jeden Fall Subnautica jetzt zu einem Ende geführt. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich freue mich aufs nächste Abenteuer. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und von daher bleibt mir jetzt zum allerletzten Mal für Subnautica nur noch das übliche schönen Gruß in die Runde schicken und euch dann bis zum nächsten Mal irgendwie vertrösten, was auch immer das nächste Projekt sein wird. Auf jeden Fall Anno 1800 wird dabei sein. Und naja, bis wir uns dann sehen, habt wie immer einen super Tag.